wir ihn brauchen? Kanister. Mist. Naja, ich würde mal sagen, der Kanister stand an einer Tankstelle, also wird da wohl Benzin oder irgendeine Flüssigkeit drin sein. Ja, diese Flüssigkeit brauchen wir, Leute. So, hier sieht man schon, das Level ist übrigens ganz einfach aufgebaut. Hier steht immer Danger drauf, dann rennst du hier rein, dann kannst du immer irgendeine Fledermaus umbringen. Okay. Und hier ist nichts. Ist ja mal wieder klasse. Also im ersten Danger ist nicht. Aber das Level ist wirklich einfach aufgebaut. Also am Anfang sieht es recht kompliziert aus. Wo ist die denn bitte schon ganz hingeflogen? Am Anfang sieht es recht kompliziert aus, aber das gibt sich immer wieder. Man muss einfach den Weg folgen, der einem vorgegeben ist. Das bedeutet, wir werden ganz viel über diese unterirdischen Gänge den Weg verfolgen. Dabei gibt es übrigens aber auch diese Türen hier. Müssen wir mal aufmachen. Dann klettern wir hier so einen unterirdischen Gang lang. Und dann kommen wir irgendwo wieder raus. Und in diesen unterirdischen Gängen gibt es immer irgendwelche kleine Rätsel zu entdecken. Das ist der Plan. Und hier zum Beispiel haben wir da lang oder da lang. Ich gehe erstmal hier lang. Wir haben also immer solche Abzweigungen, die man erkunden kann. Butsch. So, und dann landet man hier in so einem Raum und denkt sich natürlich am Anfang, was soll ich hier? Guckt man sich den Raum mal genauer an. Also erstmal sammelt man natürlich erstmal alles auf, was man hier findet. Und man findet hier wirklich manchmal einiges. Und man findet hier übrigens auch immer wichtige Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt hier noch nichts Wichtiges gesehen. So, aber hier ist natürlich noch was Besonderes. Hier sind drei Löwenköpfe. Und in diesen Löwenköpfen stecken Kristalle. Ja, das ist etwas, was man erstmal herausfinden muss. Und jetzt ist es natürlich ganz interessant, was wir für Munition und wie viel Munition. 14, 12. Also es ist sinnvoller, die zu nehmen. Weil mit einmal klicken. Mist, falsch. Mist. Okay, mit einmal klicken öffnen sich in der Regel ganz erstmal. Kann man mehrere nehmen. Dann nehmen wir nochmal die. Man kann natürlich auch hier Enzo auf den hier machen. Und wenn man das gemacht hat, warum hat sich die noch nicht geöffnet? Normalerweise klappt das, dass man mit einmal, ganz oft mit einmal klicken gleich alle Löwenköpfe auflösen kann. Öffnet sich diese Tür. Na, klasse. Und dahinter finden wir in der Regel immer was Brauchbares. Zum Beispiel, der ist super wichtig, eine kleine Feldflasche. Leer. Das Leer ist übrigens zu beachten. Das heißt, man kann sie füllen. Ja, Leute, sowas ist hier. Ich liebe diese kleinen Rätsel, die hier in diesem Level eingebaut wurden. Weil sie sind so liebevoll auch eingebaut. Ihr werdet die kleinen Details hoffentlich auch bald noch sehen. Duck. Ah, das ging ja wirklich ganz gut. Ein Schuss und tot war das Vieh. Da ist noch eins. Entschuldigung, ich habe mich wirklich erschreckt. Da steht das auf einmal vor der Tür. Vor der Fre Tür. So, wir machen hier so ein kleines Sub. Und wir kommen hier irgendwo raus. Und wenn man rauskommt, sollte man auch immer erst die Waffe annehmen, weil man weiß ja nie, was einem begegnet. Was? Mensch, fliege ich die schon wieder hoch. So. Jetzt gucken wir uns erstmal ganz gemütlich um. Okay, anscheinend kann man hier nicht weiter lang. Oh, ein Hund. Was tun her? Hallo? Danke, Hund. Und hier ist auch nichts. Aber wir sehen auf der Seite ein Danger. Und wir können hier auf jeden Fall rüberspringen. Dann machen wir das doch einfach mal, wenn wir es können. Und wir sind immer noch im Masterbar. Ich weiß nicht, was Masterbar ist. Ob das jetzt eine Handelsstadt ist oder. So, keine Ahnung. Danger. Es ist mir egal, ob das jetzt eine Danger-Häuschen-Hütte ist. Ich gehe da jetzt rein.
Und natürlich die obligatorischen Fledermäuse und der Hund. Erstmal alles töten. Ja, ob das jetzt hier weitergeht, weiß ich nicht. Das kann auch sein... Nein, nicht drauflaufen. Es gibt nämlich auch eine Falle hier, die ist dämlich. Die geht nämlich... Okay, hier geht's weiter. Die geht nämlich ins Bodenlose. Und dann stirbt man. Ich sollte mal wieder speichern. Gut, hab ich gemacht. Ja. Pff, nehmen wir gleich die erste Abzweigung. Wenn Hund kommt, ist es richtig. Das war richtig. Wir sind wieder in einem kleinen Raum. Und wir müssen gleich mal gucken, ob das auch alles hinhaut. So, wieder sind wir in einem kleinen Raum. Wieder gucken, ob wir erstmal hier irgendwo was liegt, was wir einsammeln können. Nein, aber wir haben wieder die drei Köpfe vor uns. Und wir müssen jetzt wieder schauen, dass wir sie kostengünstig raushauen. In der Regel reicht das eigentlich. Ja, guck mal, jetzt hat das gereicht. Den können wir jetzt einmal mit... Den machen wir jetzt einmal so fertig. Da würde ich wirklich aufpassen, dass er wirklich auch trefft, weil wie ihr schon an mir seht, ich habe nicht so viele Munition. Oh, Mann, Mann, Mann. Müssen die jedes Mal kommen. Und was finden wir hier? Das sieht doch irgendwie komisch aus. Aber was ist das? Wir haben schon mittlerweile so viel Zeug dabei. Wir haben einen Sandsack gefunden. Das heißt, wir haben jetzt einen Kanister, einen Sandsack und eine kleine Feldflasche. Das ist ja interessant, oder? Ein Kanister, ein Sandsack und eine kleine... Und immer noch ein... Wo ist das Mäuschen? Komm her. So, Fledermäuschen ist auch in den Himmel geschickt worden. Dass die sich immer... Die sich immer an uns beißen soll. Die hat wohl lange schon nichts mehr gekriegt oder so. So, und hier müsste es jetzt wieder nach oben gehen. Aber ich sehe gerade, von hier sind wir ja reingelaufen. Ach, falsch abgebogen, Leute. Das kann auch mal passieren. Dann hätte ich einfach nur geradeaus... Ach so, das war die. So, ja, jetzt bin ich schon wieder befragt. Ich nehme mal die erste Abzweigung. Okay, und die führt mich... Ach, guck mal, da ein Medipack. Das kann, da kann mich eine Abzweigung immer hinzuführen. Und Revolvermunition. Da hat doch irgendjemand an uns gedacht, dass wir den Revolver in diesem Level öfter mal zu gebrauchen haben. Wie viel hat das jetzt? Sie zielt schon wieder auf irgendwas. Ich will jetzt mal gucken, wie viel Revolvermunition. 15. Ach, Mund. Ja, hier sind so ein paar Hühnchen. Obwohl ich sagen muss, ich mochte die Hund von Seth lieber. Also von dem Werner von Kreuz Seth. Die mochte ich, die waren lustig. Was? Ja. Ihr seht, das Level ist wirklich einfach strukturiert. Man muss einfach nur den Weg folgen. Und das war's auch schon. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Und wir können eigentlich nur in die Richtung springen. Wenn ich es richtig gerade sehe. Also speichern. Und ausprobieren. Luca! Das hat schon mal geklappt. So, jetzt gucken wir uns erstmal um. Dahinter scheint irgendwas zu sein. Das heißt, wir springen mal darüber. Ein Skorpio. Noch ein Skorpio. Zwei Skorpio. Ja, und das könnte jetzt schon die Falle sein. Mal gucken. Nein, das ist sie immer noch nicht. Okay, hier geht's auch irgendwo lang. Ich warte immer noch darauf, dass ich die auf die Falle treffe. Ich gehe mal erstmal hier lang. Ich habe keine Ahnung, welcher Weg jetzt gerade richtig ist. Ein Hund. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Eine Fackel. Ich habe eine Fackel gefunden. Okay. Die Fackel hier sieht, wenn man mal ganz genau guckt, die sieht jetzt ganz anders aus als die Fackeln, die wir vorher gefunden haben. Weil die Fackeln, die wir vorher gefunden haben, waren so, wie die Fackel eben angezeigt wurde am Anfang. Aber jetzt sieht die so komisch aus, so stabmäßig, als ob Lehrer einen Marathon laufen würde, so Olympiamäßig.
Also diese Fackel unterscheidet sich ganz krass von den anderen Fackeln. So, ich weiß jetzt gar nicht, von wo ich gekommen bin. Ein Hund. Sogar drei Hunde. Oh Gott. Wo habe ich jetzt meine Fackel hingeschmissen? Was ist das? Es ist ja noch so ein Raum. Wo habe ich jetzt meine Fackel hingeschmissen? Ich werde nachher diese Fackel suchen dürfen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich werde gleich nur damit beschäftigt sein, die dämliche Fackel ausfindig zu machen. So. Das war jetzt natürlich die einfache Variante. Und jetzt kommt nochmal die... Was? Die schwierigere Variante. Ach, keine diesmal. Oh Gott, da brauche ich die Fackel. Wo ist meine Fackel? Ich nehme jetzt erstmal eine Fackel in die Hand, um meine Fackel zu finden. Da liegt sie. Das ist ganz interessant. Hier liegt diese Knöppelfackel. Und sobald ich sie in die Hand nehme, habe ich so einen komischen Stab in der Hand. So einen Olympiamäßigen. Gut. Gucken wir uns mal den nächsten Raum an. Und ich liebe diesen Raum. Oh, schon wieder die Viecher. Nein! Warum hast du die? Ja, ich liebe diesen Raum, weil dieser Raum ist das erste größere Rätsel hier. Und wir müssen es bezwingen. Und dazu müssen wir uns erstmal die Symbole angucken. Ich mag das Rätsel wirklich. Ich fand das von Anfang an toll. Also wir haben hier ein Symbol, so Wellen in Blau, eine Sonne und ein braunes Dreieck. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich denke an Wellen, denke ich gleich an Wasser. Und ich weiß, dass wir eine Wasserflasche dabei haben. Also probieren wir das jetzt mal aus. So, wo ist meine Wasserflasche? Da. Mal gucken. Das ist das erste Wasserloch, was ich hier sehe. Und ich konnte sie füllen. Und da das hier mit was mit Wellen zu tun hat, fülle ich mal das Wasser hier rein. Und tada, es ist Wasser in der Schüssel. Erstes Werk vollbracht. So, nehmen wir mal erstmal das hier. Dreieck. Was haben wir noch dabei, um vielleicht Dreieck zu symbolisieren? Natürlich den Sandsack. Ja, so sieht Sand aus, meine Damen und Herren. So, und dann haben wir noch Sonne. Ja, jetzt fällt uns ja schon nichts mehr viel ein. Sonne. Sonne. Was haben wir noch dabei? Wir hatten noch so einen Kanister. Mal gucken, was wir damit machen können. Ja, okay, aber. Okay. Und jetzt?